Hallo Community, ich bin's der Micha von Trader Online Video. Magic spielen muss nicht teuer sein, deswegen bauen wir uns immer zu jeder Edition ein Deck nur aus gewöhnlichen Karten. Diesmal ist Kaldheim dran und mein Deck besteht aus nur schwarzen Karten. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Genau. Die Challenge besteht nämlich immer darin, dass wir uns dann mit diesen einfarbigen Decks auch duellieren werden. Das könnt ihr sehen. Entweder ist es schon hochgeladen auf unserem Kanal unter Stream-Duelle oder wenn ihr live dabei sein wollt, dann immer sonntags ab 14 Uhr auf Twitch TV Trader Online Video. Ich habe die Farben schwarz und blau abbekommen. Stellt euch jetzt das schwarze Deck vor. Jenna spielt ein grünes und ein weißes Deck und Julian hat sich für rot entschieden. Ja, wie gesagt, die Duelle zuerst auf Twitch, danach auf YouTube und die Deckbau-Videos gehen auch nach und nach auf YouTube hoch. So, es geht darum, dass ihr für Magic-Spielen nicht unbedingt, wer weiß Gott, viel Geld ausgeben müsst. Ihr habt auch wirklich die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Display-Kauf oder einem Bundle-Kauf einfach aus den gewöhnlichen Karten starke Decks zu bauen. Wie es gebaut wird, zeigen wir euch mal ein bisschen. Und ich spiele jetzt ein rein schwarzes Deck. Habe also nur die Auswahl aus den schwarzen Karten zu Kaldheim gehabt, aber das bietet schon sehr, sehr viel. Und ich bin echt mal gespannt, wie es sich schlägt. Wie gesagt, ihr werdet sehen. Und dann lege ich mal los, wie ich mein Deck immer so baue. Ne? Denn ich spiele ein 60-Karten-Deck und habe jetzt viermal drin hier den Schattenträger. Das ist eine Kreatur für einen Mana. Also ich lege die Mana-Kurve immer hier so hoch. Ne? Also wir fangen erstmal mit einem Mana an. Ein Elf Berserker, Stärke 1, Widerstandskraft 2 mit der Prahlenfähigkeit, Prahlen für 1. Ein Gegner deiner Wahl verliert einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Das kann sehr ausschlaggebend sein, deswegen spiele ich den tatsächlich auch viermal, weil dieses Lebenspunkte ziehen, es macht ja immer eine Differenz von 2 aus. Ne? Und insofern kann mir das zum Ende des Spiels nochmal helfen. So, jetzt geht's weiter mit auch viermal dem Priester des Spukdamms. Ist ein Zombie-Kleriker, Stärke 0, Widerstandskraft 4 für 2 Mana. Der hilft schon mal generell, einfach auch den ersten Ansturm der gegnerischen Kreaturen abzuhalten, weil bei 4 hinten, da laufen die ganzen Stärke 1, Stärke 2, Stärke 3 Kreaturen erstmal gegen und es gibt mir ein bisschen Zeit. So. So, dann hat er aber noch eine coole Fähigkeit und zwar tappen, opfere den Spieler des Priester des Spukdamms eine Kreatur deiner Wahl, erhält bis zum Ende des Zuges minus X, wobei X gleich der Anzahl an verschneiten Ländern ist, die du kontrollierst. Aktiviere die Fähigkeit nur zu einem Zeitpunkt, zu dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Da wir uns entschieden haben, jetzt nur verschneite Länder zu spielen, ich spiele ein 60-Karten-Deck mit 22 Sümpfen, 38 Spielkarten. Kann das schon ein sehr starker Minus-X-Minus-X-Effekt entsprechend nachher werden. Heißt, der Priester des Spukdamms dient dazu, erstmal Kreaturen abzuhalten und dann nachher auch einfach zu vernichten. Ne? So. Und er kann ja auch entsprechend das so ablaufen, dass zuerst, wenn ich das in meinem Zug mache, ich irgendeine Kreatur gegen eine gegnerische Kreatur laufen lasse, indem ich angreife und dann muss er nur noch den restlichen Schaden zufügen. So, jetzt weiter. Viermal Grabgeläute Berserker. Immer noch im 2-Mana-Slot, 2-2er, 11 Berserker. Wenn der Grabgeläute Berserker stirbt, und falls seine Stärke 3 oder mehr war, erzeuge einen 2-2 schwarzen Zombie-Berserker-Kreaturen-Spielstein. Das ist eine sehr coole Fähigkeit, weswegen ich auch eigentlich immer gucken muss, dass seine Stärke 3 oder mehr beträgt. Dazu kommen wir später. Aber eigentlich möchte ich den Grabgeläute-Berserker immer so sterben lassen, dass ich diesen Zombie-Berserker-Kreaturen-Spielstein auch bekomme. Ne? Denn der gibt mir entweder wieder einen zusätzlichen Angreifer oder einen zusätzlichen Blocker. Also diesen Effekt sollen wir nach Möglichkeit immer ausnutzen. So, jetzt kommen wir in den 3-Mana-Slot. Da spielen wir viermal Getreue der Koma. Für 3 Mana, Stärke 3, Widerstandskraft 1, Lebensverknüpfung. Super, denn was die an Schaden macht, gibt uns Leben. Das heißt, ich habe schon hier eine Lebensverknüpfungsquelle, hier habe ich eine weitere Lebensverknüpfungsquelle. Und 3 Lebenspunkte bekommen ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil der Schlagabtausch mittlerweile wirklich sehr stark ist. Und das ist immer sehr, sehr gut, wenn man auch Lebenspunkte gewinnen kann. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Trumpf rein. Die grausame Draugr. Wieder im 3-Mana-Slot. Wir merken, das Deck ist auch günstig.
Stärke 3, Widerstandskraft 2, ein Zombie-Berserker. Für einen Schneemar und einer und 1, deswegen spielen wir die ganze Zeit nur verschneite Sümpfe. Erhält die grausame Draugr plus 1 plus 0 und Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Ne? Plus 1 plus 0 heißt auch, wir können sie nachher richtig hochbrezeln. Die kann also eigentlich, wenn man sie spielt, kann sie ja schon 4-2 werden, sie kann auch 5-2, 6-2 werden. Bedrohlichkeit heißt, sie muss von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Von einer Kreatur kann sie nicht geblockt werden. Das hilft uns natürlich, denn letztendlich ist das ein sehr aggressives Deck. Ich habe mich entschieden, Schwarz jetzt einfach aggressiv zu spielen. Ne? Und deswegen starke Kreaturen im Angriff, die immer irgendwelche Effekte haben, die den Gegner halt auch stören. Ja, oder entsprechend Kreaturenentfernung. Ne? Das sind praktisch die beiden Säulen des Decks. Deswegen auch viermal drin Jarl der Vergessenen. Da sind wir jetzt im 4-Mana-Slot, aber ich meine, 4-Mana ist fürs Deckbau nicht zu teuer, wenn man schnell spielen will. Aber hier haben wir die zweite Fähigkeit aus Kaltheim, nämlich Vorherbestimmung 2. Gehen wir erstmal auf die Karte ein. Für 4-Mana Stärke 3, Widerstandskraft 2, aufblitzen. Heißt, ich kann die Karte zu jedem Zeitpunkt spielen, zu dem ich einen Spontanzauber sprechen kann, also auch in der gegnerischen Runde. Auch, ne? Ja, und wenn Jarl der Vergessenen ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die bzw. die ein Gegner kontrolliert und der bzw. dem in diesem Zug bereits Schaden zugefügt wurde. Also hilft entsprechend, da können der Zombie-Spielstand oder der Grab oder der Berserker oder der Schattenträger einfach den Schaden ausmachen, der dann praktisch den Jarl nochmal den finalen Schlag ausüben lässt. Und das Coole ist, die Karte hat Vorherbestimmung für 2 Mana. Das heißt, während meines Zuges kannst du 2 bezahlen, 2 beliebige Mana, und diese Karte aus deiner Hand verdeckt ins Exil wirken, schicken. Bringe sie zu einem späteren Zeitpunkt für ihre Vorherbestimmungskosten ins Spiel. Das heißt, so, ich kann den so sprechen, dass ich für 2 Mana ihn ins Exil lege, sagt, die Karte ist vorherbestimmt. Und wenn ich dann den Effekt auslösen will nachher, dann brauche ich nicht mehr die 4 Mana, ich brauche dann nur noch ein schwarzes, ein beliebiges Mana. Das ist also auch nochmal sehr, sehr gut, dass ich das einfach dann nochmal günstig hinterherlegen kann. Ich habe einfach viele Optionen im Angriff, da entsprechend den Draugr zu pumpen oder hier den Jarl entsprechend aus dem Exil zu holen oder hier entsprechend zu prahlen. Da können wir diverse Sachen machen. So, weiteres Removal, weil natürlich der Gegner auch entsprechende Bedrohung haben wird, ist unter Schwarz, gibt uns im Kammernkartenbereich das Schlangenfutter an die Hand. Für 4 Mana, Spontanzauber, schicke eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl ins Exil. Ja, ne, also super Sache. Einfach klassischer Removal, das heißt, wir haben hier so gesehen im Deck schon mal 4, 8, 12 Removals. So, und jetzt wollen wir nochmal gucken, wie wir unsere Kreaturen stärker bekommen. Deswegen spielen wir 4-mal die dämonischen Gaben. Ihr seht, hier oben habe ich immer die Kreaturen, hier unten kommen dann so die Spells. Ne? Das ist ja so ein Misch, ist ja auch eine Kreatur entsprechend. Ne? Dämonische Gaben. Spontanzauber für 2 Mana. Bis zum Ende des Zuges hält eine Kreatur deiner Wahl plus 2 plus 0. Und wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Ne? Das ist eine gute Kombination für den Grabgeläute-Berserker, deswegen spiele ich das auch 4-mal. Ne? Dass praktisch irgendwie im Kampf einfach ich nochmal die dämonischen Gaben hinterher spielen kann. Dann ist ja, wenn der Grabgeläute-Berserker, er wird ja nur vorne stärker, wird er sehr wahrscheinlich sterben, bringt aber den 2-2 schwarzen Zombie-Berserker-Kreaturen-Spielstein ins Spiel und kommt nachher selber wieder zurück ins Spiel. Auch sehr schön sind die dämonischen Gaben natürlich mit der Getreuen der Koma, weil sie Lebensverknüpfung hat, ne? Und auch dann nochmal wiederkommen würde. Weil ich kriege dann einen Boost von 5 Lebenspunkten und das ist wirklich im Duell, wo man mit 20 Lebenspunkten spielt, eine sehr gute Sache. So, um das aber noch weiter zu triggern, noch weiter auszubauen, spiele ich 3-mal die Ausrüstung Rabenschwingen. Ja, ist eine Ausrüstung für 2 Mana gelegt, für 2 Mana ausgerüstet, also auch alles noch bezahlbar. Dann erhält die ausgerüstete Kreatur plus 1 plus 0 und hat Flugfähigkeit und ist zusätzlich zu den anderen Typen ein Vogel. Ne? Typ Vogel ist uns egal, aber Flugfähigkeit ist super, weil wir haben hier keine Fliegerverteidigung. Wir haben zwar Removal, aber Fliegen kann auch einfach eine Lücke sein für uns, um beim Gegner durchzubrechen. Ne? Und dann haben wir plus 1 plus 0. Das heißt aber, wenn wir den Grabgeläute-Berserker mit den Rabenschwingen equippen, zum einen fliegt er, zum anderen hat er auch seine Stärke auf 3. Das heißt, wenn er sterben sollte, kriegen wir den Zombie-Token. Wenn wir die Getreue der Koma fliegend machen, dann haben wir einen 4-1-Flieger, der uns immer 4 Lebenspunkte gibt, beim Gegner vielleicht durchkommt, also auch eine richtig starke Bedrohung entsprechend ist. Und deswegen die Rabenschwingen 3-mal im Deck. Ja,
Und notfalls könnten wir sie auch auf den Schattenträger spielen. Ne? Also auch da war nochmal, wenn wir immer prahlen, verliert der Gegner einen Lebenspunkt, wir bekommen einen Lebenspunkt. Wäre auch nochmal sehr ärgerlich. Deswegen, wie gesagt, spiele ich sie dreimal. Ne? Denn dieses Lebenspunkte bekommen oder dem Gegner Lebenspunkte verlieren lassen, ist ein sehr starker Faktor. Den unterstütze ich mit der letzten Karte, die jetzt noch kommt. Und zwar spiele ich dreimal die Verzauberung Hartnäckige Verfolgung. Für 4 Mana Verzauberung zu Beginn deines Endsegments verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Entsprechend immer die Differenz von 2. Ich spiele Verzauberung dreimal, das heißt, es könnte auch durchaus sein, dass es zweimal liegt. Oder ich entsprechend hier nochmal beide Karten im Spiel habe. Das heißt, auch da können wir eine Differenz von 2 oder später im Spiel vielleicht von irgendwie 3 erzeugen. Und generell habe ich in dem Deck halt auch viele Möglichkeiten, Lebenspunkte zu generieren. Schön hier bei der hartnäckigen Verfolgung ist, wenn wir im Spiel einen Stillstand erzeugen, dass wir merken, wir kommen beim Gegner, wir schaffen es nicht durchzubrechen, er schafft es aber auch nicht bei uns durchzubrechen, dann ist so eine Karte wie die hartnäckige Verfolgung eine Verzauberung, die kann das Spiel auf lange Sicht alleine gewinnen. Denn er verliert Leben, ich bekomme Leben, egal, irgendwann ist er kaputt. Ne? So, das zum schwarzen Deck. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es sich spielt. Und nochmal der Hinweis, also dieses Deck ist nicht teuer. Man kann es sich wirklich entsprechend leicht zusammentauschen. Ihr könnt die Karten auch einzeln bestellen. Ja, und es wird definitiv Spaß machen. Und mit anderen Karten kann man sowas natürlich hochpimpen. Ne? Ich werde euch nochmal ein blaues Deck vorstellen. Und wie gesagt, schaut auch bei den anderen gerne mal rein. Ja, ne, hier nochmal kurz zusammengefasst, 38 Spielkarten. Dann entsprechend hier jetzt nochmal die Sümpfe. Man muss es nicht komplett mit verschneiten Sümpfen spielen. Ihr könnt es auch halb-halb machen, dass ihr 11-11 spielt zum Beispiel. Denn ihr braucht ja hier immer nur ein Schneemana und ein weiteres. Müsst ihr mal gucken, was ihr zur Verfügung habt entsprechend. Ja, ne, und wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne ein Like. Folgt gerne dem Kanal mit dem Abo, denn ihr habt ja bei uns ja noch Unboxings, Duell-Streams, Duell-Videos, News natürlich und viel, viel mehr zu Magic the Gathering. Ja, und dann wünsche ich euch Gesundheit, viel Spaß mit Kaltheim und Magic und bin raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.